Herr Präsident, Herr Bundesminister, ja, es ist leise, es ist doch ein, würde ich sagen, sehr wichtiges und eigentlich auch sehr ernstes Thema, mit dem wir uns hier befassen, denn es geht letztlich hier darum, wie Menschen leben, wie Menschen leben teilweise müssen, die einfach gar keine andere Wahl, keine andere Chance haben. Und insofern danke ich auch der Abgeordneten Jammer, die ja die Initiative überhaupt gesetzt hat, dass wir heute diesen Antrag hier beschließen. Ich glaube, dass es wichtig ist, hier auch einmal auf die Bedürfnisse der Einzelnen nachzugehen, denn es ist halt, wie die Kollegin Königsberger-Ludwig gesagt hat, wie dem Finanzausgleich natürlich nicht gelungen, mehr Geld hier für diesen Bereich herauszubekommen. Herr Bundesminister, das finde ich sehr schade. Und ich glaube, man sieht es auch in den letzten Jahren immer mehr, sage ich jetzt einmal, Initiativen, immer mehr Ideen werden auf die lange Bank geschoben, wenn es darum geht, für Menschen mit Behinderungen Verbesserungen zu erreichen. Das halte ich für einen eigentlich beschämenden Weg, denn es ist eine große Gruppe von Menschen, die es nicht leicht hat, die ohnehin schon benachteiligt sind im Leben. Und ich glaube, da hat die Gesellschaft einfach auch die Verpflichtung, hier bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und es ist eigentlich fast beschämend, also wenn wir von der UNO hier sozusagen ermahnt werden, dass wir das, was wir eigentlich leisten sollten, noch nicht geschafft haben. In diesem Sinne, glaube ich, ist dieser Antrag ein wichtiger, guter und richtiger, und ich hoffe, dass er vor allem, jetzt der Antrag ist das eine, aber viel wichtiger ist es natürlich, und das hoffe ich, dass wir ihn so bald als möglich auch wirklich so umgesetzt haben, dass es also für alle Betroffenen auch wirklich zu einer befriedigenden Lösung kommt. Es sei wichtig, auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen, betont Dagmar Bilakovic-Jenewein von der FPÖ. Sie ist enttäuscht, dass es nicht mehr finanzielle Mittel gäbe.